Im zweiten Vereinsheim der Anlage, der Bauernstube, wird heute fürs Tagesgeschäft gegrillt. Chef Hasi, Holger, fällt dabei etwas auf. Peter, hält er noch? Der Grill? Heute noch, oder? Ja. Der ist lange hält der nicht mehr. Nee. Ist okay. Ist auch sehr hübsch, also schön schief. Mhm. Nicht übel. Naja, müssen wir aber langsam Zeit, dass wir einen neuen kaufen. Aber wie man so sieht, ist hier irgendwas schief. Naja, es wäre nicht schlecht, wenn man da einen neuen hätte. Der von hier sieht da ja auch geil aus. Völlig schief, das. Feier. Nicht übel. Nach dem Anblick schaut Holger direkt nach Angeboten. Denn so können die Gäste der Kultkneipe nicht mehr lange verwöhnt werden. Und wenn es mit Ehefrau Hasi, Marion, schon zum Großmarkt geht, dann bleibt es natürlich nicht nur beim neuen Grill. Also Bier ist erstmal klar. Aber ich denke mal, wir wollen ja Sprite, Cola, Fasspause. Nee, warte mal. Das muss ich jetzt noch mal in Ruhe recherchieren. Nee, also was jetzt da ist, ist bis dahin alle. Holger war für mich immer ein Stratege. Früher und auch heute hat er alles organisiert. Kristallweizen. Hab ich. Kristallweizen, Hefeweizen. Morgen wird in der Kleingartenanlage die Fête de la Musique gefeiert. Vorige Woche stand er mit 202 Euro drin. Und jetzt ist er hier in der Werbung mit 178 Euro. Der schön. Der ist komplett aus Metall, wa? Den wollen wir. Ja, weil der hat den Vorteil, dass kein Holz dran ist. Was sonst unten die Ablage ist, Holz, da ist Holz, das verzieht sich immer. Der ist auch wesentlich stabiler. Wo haben sie den? Einer ist noch da. Einer ist noch da. Schaffst du das? Oh, warte mal. Ui, 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 ui. Dann legen wir einfach aus dem Runter. Ui, ui, ui. Oh, schön. Warte mal, ich kipp das erstmal auf jeden. Der letzte. Jetzt brauchen wir noch Holzkohle. Seit 20 Jahren schmeißt Marion mit ihrem Ehemann die Bauernstube. Die gelernte Industriekauffrau weiß genau, was für das Fest morgen benötigt wird. Ich gehe mal nach Servietten gucken. Gelaufen ist gesund. Mit viel Glück kommt sie heute auch noch mal wieder. Nach 25 Jahren Ehe würde Marion doch nicht einfach so verschwinden. Oder? Irgendwo muss es sein. Marion ist eine ganz tolle Frau, die ich sehr liebe. Sie ist immer für mich da. Sie macht einfach toll, dass sie mich entlastet und mir das nicht mal zur Last legt. Holger, ich habe jetzt hier noch ein paar Pappscheine. Für Bockwurst, Wiener Knacker, Kartoffelsalat etc. und das hier. So. Können wir schon mal abstreichen. Servietten haben wir und die Pappen. Holzkohle haben wir auch. Jetzt gehen wir zu Küchenrollen, Toilettenpapier und Handtücher. Noch ist Holger geduldig, doch das wird sich gleich ändern. Zurück in der Kleingartenanlage. Robert ist ehrenamtlicher Vorsitzender. Mit dem Vorstandsmitglied Trevor und Grafiker Sebastian setzt er sich mit Plakaten für den Erhalt von Berliner Kleingärten ein. Also ich setz mich dann hier rein, ja? Genau. Ja, wir treffen uns immer mal wieder regelmäßig von der Da wächst was Kampagne. Und wenn man so zusammensitzt, dann fällt einem immer wieder was ein. Das hier ist eigentlich nur ein Witz. Ich hab's mal mitgenommen. Safe Samstraße. Okay. Insekten in die City war klar. Insekten in die City, ja, das brauchen wir. Das war die erste Idee. Breaking Bait finde ich auch super. Ja, also Saatort ist natürlich klar. Das ist ja mein Favorit. Ja. Ja, komm, das nehmen wir. Wie viel brauchen wir? 10 ungefähr? 10, ja. Wirklich toll. Also insofern ist es wirklich eine schöne Sache, immer mal wieder hier zu sitzen und zu überlegen, was können wir schon als nächstes machen, um die Stadt zu überraschen. Werbung ist für die Kleingartenanlage dringend nötig. Die größte Angst der Gärtner und Gärtnerinnen ist es, dass diese grüne Oase in 7 Jahren von Bauunternehmen platt gemacht wird. Nur bis 2030 ist das Grundstück gesichert. Aber wir versuchen natürlich mit allen Mitteln, diese Schutzfrist zu verlängern. Und eigentlich die Gärten dauerhaft zu erhalten, weil sie gebraucht werden. Oh, guck mal, das ist hier schon dein Lieblingsplakat. Andreas? Flight Club. Flight Club. Das ist geil. Außerdem bin ich ja Imker. Also insofern.
wir machen jetzt am Schleifengarten auf jeden Fall. Da ist ja ein langer Zaun, da können wir so 3, 4 nebeneinander machen. So, dann sieht man auch die Kampagne gut. Dann machen wir hier bei Andreas natürlich am Flight Club Garten 1. Und von den großen Beetmen können wir am Müllplatz machen. Cool. Seit über 60 Minuten rennen Marion und Holger bereits durch den Laden, um die Bauernstube mit Essen und Getränken einzudecken. Ich sehe zu, dass ich hinterherkomme, wie man sieht. Alles Marions Sache. Ich bin nur helfendes Mitglied. Eben war Marion noch spurlos verschwunden. Jetzt fehlt vom Einkaufswagen jede Spur. Jetzt ist schon wieder der Wagen weg. Was ist denn Holger mit dem Wagen schon wieder hin? Weg ist er. Weg ist er. Hasi und Hasi. Jetzt wieder vereint. Rostbredel. Das ist Schweinenacken, Schweinenackensteak. Und das wären unsere berühmten Rostbredel mit Zwiebeln. So. Gleich haben wir es geschafft. Viel mehr passt auch nicht auf den Wagen. Man merkt, Holger und Marion machen so einen Großeinkauf nicht zum ersten Mal. Wir sind kein typisches Paar. Wir sind ein bisschen außergewöhnlich. Seit 1990 wohnen wir zusammen. Kennen wir uns seit 1989, als die Mauer aufging. Da haben wir uns kennengelernt. Hier. Und jetzt warte ich immer noch, bis er vom Einkaufen wiederkommt. Wie viele Jahre sind das? Ich war 33, wenn ich richtig gerechnet habe. Verheiratet sind wir jetzt 25. Wenn man so lange zusammenlebt, muss man sich auch anpassen können. Aber wir waren beide schon immer ausgeflippt. Und dadurch passen wir wahrscheinlich zusammen. Der Einkauf wird zum Spießrutenlauf für Marion und zur Geduldsprobe für Holger. Die perfekte Frau. Alles am Mann. Entschuldigung, ich musste noch die Kapern suchen. Aha. Aber die habe ich jetzt. Oh, wie schön. So. Gut. Haben wir's? Jetzt haben wir's. Robert und die Vorstandsmitglieder Trevor und Andreas. Mit Plakaten im Gepäck wollen sie für den Erhalt der Anlage werben. Guck mal, hier ist ja schon wieder richtig was los. So kiss me the way. Die Anlage könnte nach 2030 verkauft und bebaut werden. Ob das passiert, entscheidet die Berliner Politik. Daher versuchen Robert und alle Kleingärtnerinnen und Kleingärtner laut zu sein und Öffentlichkeit herzustellen. Nur so haben sie eine Chance, weiter bestehen zu können. Wir haben 2 da vorne. Ja. So? Na, vielleicht noch eins höher. Eins höher. Okay. So? Und dann mittig, oder? Ja, sag mal. Ja, zählt doch mal ab. Mathe-Leistungskurs. Halt mal so. 2, 4, 6, 8. Ich nehme 18 Uhr Augenmaß. Fast. 12. Was? 14. Naja, was? Siehst du, der wird die Mitte sowieso nicht sehen. Also hier, gib dir ein. Okay. Die Kampagne ist ja für die Öffnung der Kleingärten in der ganzen Stadt. Und der Schleifengarten ist halt unser Pilotprojekt, um zu zeigen, hier kann eigentlich jeder mitgärtnern, der möchte. Alle Menschen hier aus den Häusern können runterkommen zu den Öffnungszeiten, mitmachen, mitentscheiden. Und die können tatsächlich hier richtig Teil unserer Gartenanlage sein, auch wenn sie keine Kleingärtner sind. Und das wollen wir natürlich auch zeigen durch die Kampagne. Ob Kleingärtner oder kein Gärtner, in der Anlage Bornholm in Prenzlauer Berg darf jeder dabei sein. Und das soll noch lange so bleiben. In den Bornholmer Gärten wird sich gegenseitig geholfen. Nach dem Einkauf will Holger natürlich sofort den neuen Grill aufbauen und wird dabei von seinem Koch Peter und Kumpel René unterstützt. Können die den gleich fertig liefern? Naja, ich hatte ja schon überlegt, weil da stand ja einer als Muster. Ob ich den nehme? Können wir den haben, wir ziehen ja noch 20 Euro ab, ich Aussteller. Der Aufbau muss heute unbedingt klappen, denn die Fête de la Musique findet schon morgen statt. So gut, laut Zeichnung brauchen wir 13er. Ja. Wer schon mal bei IKEA etwas gekauft hat, braucht einen hochintelligenten Mensch, der da durchsieht. Genau. Oder 14. So, dann brauchen wir die Zwischenstreben. Das sind eben mal die Beine, ja. Die Herausforderung bei diesem Aufbau war, für mich persönlich, nicht so schlimm, da wir vorher denselben Grill schon mal hatten. Das Trio schraubt heute also nicht zum ersten Mal gemeinsam an einem Grill rum. Ob sich die Erfahrung bemerkbar macht? Und deswegen habe ich mich da hingesetzt und habe mal geguckt, ob meine Jungs und Mädels, die da gearbeitet haben, vom letzten Mal etwas mitbehalten haben.
Trotzdem braucht es zum Aufbau mit Micha noch eine weitere helfende Hand. Und sieht doch schon so aus, als wenn nicht was werden können. Seht ja nicht so doof, wie ihr aussieht. Achtung, Micha! Scheidelzieher. So. Ich würde sagen, Pause. Nächster, es heißt weiter: drei Männer gegen einen Grill. Und Holger als Beobachter dazu. Beim letzten Mal haben wir so nach jedem neu angeschraubten Teil eine Pause gemacht. Und als wir fertig waren, haben wir dann den Grill noch mal auseinandergenommen, weil wir einen Verkehr zusammengebaut hatten. So, dass unsere Frauen gemeckert haben, wie lange wir noch brauchen. Mario sagt bloß, ach, schon fertig? Ja. Das ist ja nicht gewohnt von uns. Sie haben es hingekriegt, ohne meine Hilfe. Nur mit Anleitung. Der neue Grill steht. Ob er in Sachen Qualität mit seinem Vorgänger mithalten kann, wird sich morgen bei seiner Feuertaufe zeigen. Heute ist der Tag der Tage. Bei der Fête de la Musique werden die Gärten für die Öffentlichkeit geöffnet. Auch Holgers Band Newborn wird in ein paar Stunden auftreten. Holgers Kumpel und Bandmitglied Harald Wilk kümmert sich schon um den Soundcheck. Es ist ganz einfach, wenn man es kann. Hier geht schon gar nicht, weil ich ausgeschaltet habe. So. 1, 2, 3. Mit Hall. Bei der Probe müssen wir noch einschreiten, aber wenn es nachher heute Abend gespielt, dann läuft das. Und wenn wirklich mal, wir nennen das, eine Gurke passiert, das hört kein Mensch. Und Louis Armstrong hat gesagt, eine gesunde Gurke hat noch nie ein Lied versaut. So. So. Die Sonne strahlt vom Himmel und die Gartenfans, klein und groß, stürmen das Vereinsheim. Vorstandsvorsitzender Robert ist mehr als zufrieden und kündigt erstmal nicht Newborn an, sondern... So, und jetzt übergebe ich an Linda und ihre Band Eisbombe. Ich wünsche viel Spaß. Der Mauer auf der Lauer sitzt eine kleine Wanz. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass so viele Leute auf einmal kommen. Und ich weiß gar nicht, ob wir nicht irgendwann mal irgendwelche Kinderwagenparkplätze hier einführen müssen, weil die Leute wissen gar nicht mehr, wo sie da hinfahren sollen. Aber das ist doch total toll. Alles ist hier so voller Leben und viele kleine Leute, die dann irgendwann auch mal hier Gärtnern werden, ist doch super. Jetzt muss nur noch der Auftritt von Holgers Band ein Erfolg werden. Schlechte Überraschungen gibt es bei der Fête de la Musique hoffentlich nicht. Die Feier in der Bauernstube könnte besser nicht laufen und der neue Grill ist auch schon voll im Einsatz. Nachdem die Jüngsten bereits musikalisch unterhalten wurden, geht es nun mit dem Programm für die Erwachsenengartenfans weiter. Hier haben wir jetzt eine ganz besondere Künstlerin, Daria Daridova, eine geflüchtete ukrainische Sängerin, die hier aus Kiew gekommen ist. Herzlich willkommen erstmal, Daria. Shemi veshe Bize lemi veshe. Während draußen das Musikprogramm der Fête de la Musique weiterläuft, ziehen Marion und Robert in der Bauernstube schon mal ein erstes Resümee. Dachten wir auch nicht, dass wir am Dienstagnachmittag von so vielen Leuten überrannt werden. Ich habe ja noch heute früh gesagt, Holger, bleib ganz locker, heute passiert nichts. Die Leute müssen alle morgen arbeiten gehen. Die werden ja nicht ausgerechnet zu uns hierher kommen. Ja. Ich habe ein bisschen Werbung gemacht, gebe ich zu. Ja, du hast zu viel Werbung hier gemacht. Wisst ihr hier, wie viele Leute hier waren? 250 Leute. Und die alle zu bedienen, das ist schon mal eine Herausforderung. Ja. Ich hätte das nicht geschafft, aber du hast es geschafft. Und ihr natürlich. Mit meinem Team. Mit ihr seid super. Ey, und Leute. Guck mal, Micha schwitzt schon. Ja. Ich hab schon gesagt, ihr kriegt alle Gefahrenzulage hier heute. Alle Gefahrenzulage. Und nächstes Mal müssen wir wieder einen Bierwagen bestellen. Das hilft ja alles. Und Leute. Ja, und Leute. Jetzt aber schnell nach draußen, denn Holgers Band Newborn hat endlich ihren großen Auftritt. Vom Konzert bin ich sehr nervös. Aus folgendem Grund, es sind alle Musiker, die ihren Beruf gelernt haben. Und wie man heute sagt, als Quereinsteiger mit Berufsmusikern spielen zu dürfen, ist eine Ehre. Eine große Ehre. Oh,
Aufsteller Musik ist ein voller Erfolg. Und alle Besucher und Kleingartenbesitzer hoffen inständig, dass die Plakataktion und dieses großartige Fest zum Erhalt der Anlage beitragen werden. Es war legendär.